Ja. Zack. Puls von 180 habe ich. Naja, nicht wirklich. Aber nicht vom Spiel. Nein. Ja. Ja, das Spiel ist schon ziemlich aufregend manchmal. Der Sektor ist scheiße. Ich könnte mich damit arrangieren. Wie gesagt, ich mag ihn auch nicht. Ich könnte mich damit arrangieren, dass ich einfach nur schlecht bin, aber das kommt ja wahrscheinlich wieder angesprochen. Man sieht so ein bisschen seine Augen glänzen in der Dunkelheit, ne? Also. Das war ja dich. Das ist unglaublich, wie nervig dieser Gegner ist. Ja, zweihändig ist gut, aber wenn ich nicht sehe, wo er hergesprungen kommt aus der Dunkelheit, das ist einhändig besser, weil ich mich dann ein bisschen... Ja, okay. Du kannst ja auch abwehren und dann schnell umswitchen auf zweihändig. Nee. Ja, kannst du machen. Danke. Pfeile. Ah. So, da kommen die Assis wieder. Da, bam. Das haut echt rein. Ha? Wer ist jetzt hier der Boss? Oh ja. Good day. You look reasonably safe. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Sag nein. Warum muss es denn, wenn man ja sagt? Er hasst Kleriker und Then I have no problems telling you. There's a fine stash of treasure. Wenn wir sagen, wir werden Kleriker, dann greift er uns halt an und wir müssen ihn töten. Wenn wir sagen nein, dann steht er nachher im Anfangssektor rum und verkauft Kram. Ja, er hat uns jetzt gesagt, dass da unten ein toller Schatz ist. Ja, wir sollten uns gucken mal sein über den. Ja, da liegen echt drei Sachen. Hat er recht, ne? Ja, gehen wir mal vielleicht. Nett, dass der uns das sagt. Ja, nett, dass er uns runterkickt. Schön asozial. Hätte ich ihn besser mal getötet. Eigentlich schon. Aber du musst so oder so darunter. Seele, Seele. Hey, die Schädellampe. Die kann ich natürlich gebrauchen. Mein Bogen brauche ich sowieso jetzt gerade nicht so dolle. Ja. Deshalb. Wir müssen natürlich auch die Schädellampe benutzen die ganze Zeit konstant, ja, um was zu sehen. Das macht so viel Sinn. Wo war denn jetzt das nächste? Bohnenbohnen. Feier, feier. Ja, geh da hoch. Da hoch. Ich glaub schon. Und dann links irgendwo, ne? Ach nee, du musst da, wo die blauen Lichter sind, hoch. Ne? Was war das? Ich hab keine Ahnung. Ach so. Die Viecher. Was ist das? Das ist die, die eben noch im Feierlingsschwein rumstand. Und das sind die beiden Diener von ihr. Die jetzt Hollow Oh, du hast sie getroffen. Das ist scheiße. Renn um dein Leben. Warum? Sie hat sich wegteleportiert. Nee, doch nicht. Scheiße. Oh Gott, ist das Horror. Ja, das ist der Weg. Raus da, ey. Boah, Alter, ich hab so Schiss, ne? Die sind immer noch hinter dir her. Ach du Kacke. Verspann die auch noch richtig fett den Weg. Ich sehe nichts. Dankeschön. Hey, es ist Bonfire. Ja, geh da hoch. Alter, ich habe... Was ist? Ich habe überhaupt keine Orientierung mehr übrigens. Du bist jetzt wieder da, wo Mr. Rattenman ist. Wer ist Mr. Rattenman?
Im Zweifel als Kapfenmann. Ja, eine Fake Wand mal wieder. Ich möchte das da unten sitzen. Ja. Kannst du runterjumpen, oder? Kann ich das? Von der Ecke da? Oder da ist eine Leiter? Direkt rechts von dir ist eine Leiter gewesen. Ja. Oh. Ah, ist das zumindest schon mal safe? Ey, ich glaube mal, das war aber ziemlich geil zu gucken, oder? Oder? Ich dachte echt fast, du würdest wieder sterben. Ach Quatsch, ich sterb doch nicht. In Dark Souls. Wer stirbt denn in Dark Souls? Oh. Was zur Hölle? Was geht? Du, hast du dich dran gesetzt ans Feuer? Ja. Nein, hab ich nicht. Sag nicht, du hast es nur entfacht. Ich hab's nur entfacht. Fuck. Ach du Scheiße. Oh. Ja. Jawohl. Apple Win. Nein. Oh Mann, Malte. Ja, hab ich's dir gegeben. Der Part ist echt lustig zu gucken. Das muss man sagen. Oh. Ja, ich leg mich natürlich bei euch ein bisschen ins Zeug. Ja, Alter. Also, haarsträubender, spannender geht's ja wohl kaum. Ist der plötzlich über die andere Leiter und tritt nach dir? Laber nochmal mit dem Typ. Das ist, glaube ich, sicher. Hast du gesehen, was da war? Ja, ich hasse die Gegner. Oh. I... Well, let's just calm down. Ja. Mhm. Ja klar, wir sprechen aber darüber, was du getan hast. Ja. Was eine geile Ausrede. Ich glaube, wir können jetzt Games auf uns machen. Ja. Das Spiel ist sehr ruhig, also wundert mich nicht. Ja. Ja, denk schon. Na, dann geht er zu den Feilingsschwein. Ja. Bei dem kann man dann diese Augen kaufen. Also ja? Die Eye of Death. Ja, die kosten aber viel. Weiß ich nicht. Ich hätte das entfachen sollen, finde ich, für den nächsten Boss. Oder? Ich glaube, es kommt sogar noch eins ein bisschen weiter unten. Und das sind auch unsere Lieblingsgegner in diesem Spiel? Ja. Definitiv. Die machen Spaß. Nicht. Die machen überhaupt keinen Spaß. Die machen extrem Schaden. Haben wir jetzt die Chaos-Dinger? Wieso ist gerade mein Feuerball? Da. Pyromagie-Flamme ist das aber nur. Oh, wir haben nur normale Feuerbälle. Jetzt ist es wieder geswitcht. Musste ich. Die auf jeden Fall zweihändig. Überleg mal, wie lange die leben. Ja. Vor allem die boxen einfach mit vier Armen gleichzeitig auf dein Schild drauf, bis deine Stamina leer ist. Das sind solche Assis. Naja, da geht's wieder runter. Ach doch, musst du suchen. Ja. Oh ja, die Stelle ist auch. Von überall kommen Gegner. Soll ich durchrennen bis da hinten? Das flackert. Ja. Ja, vielleicht ratsam. Das ist ein Abgrund, verdammt. Du musst da weiter runter rennen. Ich glaube, ich sterbe hier extrem. Ja, ich weiß nicht. Ich habe zu viel Akku. War das ein silberner oder ein schwarzer? Silber. Das. Nee, da kannst du nicht erzählen. Das ist, viel. Das ist ein schwarzer. Okay, jetzt kannst du aber gut vorbei. Wie majestätisch. Eigentlich kannst du den auch killen. Wenn er alleine ist, schaffst du ihn auf jeden Fall. Ja, und dann ist er auch weg, falls ich das hier mal vergeige. Ich hab kein Schild. Fuck, ich hab mich auf dem Schild vertraut. Ey! Ich wollte gerade weg. Ich wollte schon, Scheiße. Der macht viel zu viel Schaden. Ich wollte gerade rollen. Ne? Ich mache mal auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache mir 10 Estus-Flakons und renne durch. Ja. Also was anderes ist sinnlos. Also das dauert viel zu lange, die alle zu killen, die Gegner. Und man sieht effektiv wenig.
Also nicht, dass ihr denkt, wir sind Feigling oder so, aber bei dem Spiel ist es echt nicht ratsam, jeden Gegner zu töten. Weil, habt ihr ja gerade gesehen, diese beiden NPCs da, diese Ritter, haben mich ja überall hin verfolgt. Und ich hätte überhaupt keine Möglichkeit zu kämpfen. Ich glaube auch echt, wenn jemand hier diesen Sektor sieht, hat er so richtig keinen Bock, das Spiel zu spielen, oder? Naja, das glaube ich auch. Ich war natürlich auch wieder als Mensch, damit ich auch schön invaded werden kann. Ja. Das macht natürlich dann doppelt Spaß. Also die Chuse lebt immer noch, ne? Ja, die habe ich nicht getötet. Kann also. Mal gucken, wann die kommen, ne? Vor allem dadurch, dass du die anderen beiden gekillt hast, steht sie dann wieder in Firelink rum oder in der Kapelle oder so. Das heißt, wenn du da nochmal hinkommst, dann greift die dich an. Ist die wichtig? Bei der kannst du Wunder kaufen. Ach, also unwichtig. Also für andere Spieler kann sie wichtig sein. Also wenn wir jetzt voll den Wundertypen, also einen Paladin oder so hätten. Das schon echt also merkt ihr euch einfach, falls ihr diese Frau hier in diesen dunklen Katakomben, na Katakomben ist es nicht mehr, in dieser dunklen Höhle seht, dann lasst ihn ruhen. Ja, ja, sie sagt euch dann auch, dass halt ihre beiden Gefährten hollow geworden sind und dass ihr sie für sie killen sollt. Und wenn ihr das halt macht, dann könnt ihr danach bei ihr Wunder kaufen. So, jetzt müssen wir, hier irgendwo ist das Bonfire, ne? Nein. Du bist in der Nähe davon auf jeden Fall. Da hättest du schon die Gegner finden sollen, glaube ich. Ich hab mich vertan, ich musste links rum, dann hätten die mich nämlich nicht gekriegt, ich wäre rechts gegangen. Mhm. Das war das Problem. Also ich kann da, du kannst da durchrennen. Ist auch ratsam. Ich glaube, so oft sind wir noch nie gestorben in dem Let's Play. Dann wird es jetzt echt ein bisschen fällig. Ja, kann passieren, was soll's. Es liegt am Sektor, ganz ehrlich. Wir wechseln uns ja auch so ein bisschen ab bei dem Spiel und jetzt hat es mich natürlich erwischt wieder. Ich krieg mal die schönsten Parts. Genauso wie Resident Evil 4. Bekomme ich das scheiß Labyrinth? Was habe ich noch bekommen? Ich habe alles bekommen. Ja. Dafür habe ich On-Stand gemacht. Na gut. Aber da wäre es mir lieber, irgendwie die ganze Zeit einen Boss zu versuchen, den ich nicht schaffe. Ja. Ach komm, lass mich doch mal in Ruhe, ey. Boah, die sind aber auch schnell, ne? Ja, und vor allem, ich habe es schon wieder verkackt. Meine geile, lausige Orientierung hier. Ja, du bist im Kreis gelaufen. Ja. Bin ich im Kreis? Geht's hier wieder zurück? Ja, zum Bonfire. Cool, dann kann ich jetzt die alle killen. Ey. Das sind verfluchte Scheißgegner, ehrlich. Ich hasse diesen Kacksektor. Sind wieder 17 Minuten voll auf Fail. Fuck. Ja. Ich mach das. Bring's mir zu. Ich ist verbrannt. Was? Du verbrennst das Pokémon? Ja, ist effektiv, ne? Schön gemein. Ja, du findest der Vergangenheits. Du magst Pflanzen-Pokémon, oder? Geh. Okay. Es gibt nicht viele gute, das ist das Problem. Boah, das kann man nicht unbedingt sagen. Ja, sag mir mal ein gutes. Der Starter aus Rubin und Saphir. Ja, das ist übelst geil auch. Das ist dieses komische Kamel irgendwie. Und sieht sogar geil aus. Wenn ich Kamel, dann kam Kamodowara. Keine Ahnung. Irgendwas Echsenmäßiges. Merken links. Boah, das verfolgt dich immer noch, ne? Ja, mich verfolgt alles. Das ist jetzt hier links. Genau. Ist richtig? Ja. Hm, da ist das Bonfire. Setz dich schnell hin. Setz dich. Jawohl. Yes. Willst du auch nochmal aufpimpen? Warum? Von hier aus bis zum Boss ist es ja nicht vorbei, oder? Das ist irgendwie hier runter. Ja. Jawohl. Und da weiter runter. Ja. Jetzt kannst du diese Drecksviecher endlich hinter dir lassen. Die kommen nicht runter, ne? Nö.
Ich würde mal sagen, danke Sepifoy. Oder wie heißt das? Sepifoy? Ja. Sepifoy. Ich kenne nicht mal die Namen. Jetzt kommt ein Invader. Nein. Hä, bist du kein Mensch? Ne, du bist kein Mensch, ne? Dann kommt keiner. Ja, Vogelstern liegt zwar. Zwei und weißer Brust. Das ist stylisch. Ich bin stylisch, muss ich sagen. Können wir echt das, ist jetzt große, auch recht schön. Das schwarze Ritterschwert nochmal aufpimpen. Die Türme. Boah. Ja. Bitte wie eine Backpfeife. Das Doofe ist, ich kann ja kaum zweihändig kämpfen, weil ich die Laterne. Na, ich brauche die eigentlich nicht mehr. Nö, ist ja genug. Was ein Pfeil? Ja. Okay, ich behalte mein Schild. Praktisch. Oh, was? Das wusste ich gar nicht, dass das können. Ich kann aber nicht da. Ich kann laufen. Also, das sind wahrscheinlich auch die Giants, ne? Ja, vor einer Sekunde hatte ich Angst, ehrlich. Was ist das hier nochmal? Ach ja. Ja, die Stelle ist auch sehr nervig. Ich schaffe den Endgame auf keinen Fall. Ja, eigentlich müssen wir auch mal langsam wieder einen Cut machen. Müssen wir das? Babyalarm! Ja. Zum Glück sind die Gegner billig. Ja, diese kleinen Skelette, die aus dem Wasser kommen, die können euch toxisch vergiften, also es sollte übertrieben rein. Und das ist echt scheiße direkt vor dem Boss. Deshalb passt auf jeden Fall auf, dass ihr von denen nicht getroffen werdet. Genau, macht's einfach so wie ich gerade. Allerdings kann man die auch gut farmen, weil die Humanities droppen, da ist ein kleines. Muss ich die alle killen? Musst du nicht. Ich muss die nicht killen. Vor allem vor den. Ich dachte, man müsste die killen alle. Nö, du musst einfach nur zum Boss gehen. Dadurch. Und heil dich am. Obwohl. Ja. So. Die Skelette von dem. Renn auf jeden Fall nicht zu weit in den Raum rein und die Skelette, die direkt am Anfang kommen, solltest du vielleicht mit dem anderen Schwert killen, weil dann kommen die nicht wieder und nerven dich nicht immer. Okay. Wir machen einen Cut und sehen uns beim nächsten Mal vielleicht einen glorreichen Sieg über einen Boss wieder. Ja. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.